Gut euch zu sehen, Leute. Robin hier, aka Sam Crusoe. Willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch die Top 5 meiner nicesten Plugins, die ich beim Musikproduzieren und beim Mixen am meisten benutze. Die Reihenfolge ist dabei nicht nach Nicigkeit sortiert. Nicigkeit? Ich nenne die dabei allerdings nicht nach irgendeiner Reihenfolge oder Chartplatzierung, sondern willkürlich, weil je nach Situation kann man das eine Plugin besser verwenden als das andere. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn euch diese Videos gefallen. Also, ihr wisst Bescheid, los geht's. Das erste Plugin in meiner Liste ist ein EQ von der Firma FabFilter. Ein grafischer EQ, der, finde ich, eine sehr übersichtliche Benutzeroberfläche hat. Also nachdem ich schon mit einigen EQs gearbeitet habe, fand ich die Oberfläche bei diesem Plugin sehr benutzerfreundlich und einfach gehalten, wodurch ich mich sehr schnell an dieses Plugin gewöhnt habe und bei anderen Plugins diese Einfachheit und diese Übersichtlichkeit sehr vermisst habe. Man hat hier innerhalb des EQ gleichzeitig noch den Frequenz-Analyzer, der echt sehr genau das Spektrum anzeigt und es einfach macht, störende oder überbetonte Frequenzen aufzuspüren. Auf den Unterschied zu weniger hochwertigen EQs werde ich allerdings in einem anderen Video noch genauer eingehen. Als zweites haben wir einen Kompressor, den Renaissance-Kompressor von Waves. Der klingt einfach sehr hochwertig, das merkt man, wenn man stark komprimiert, dann erzeugt der Kompressor trotzdem keinen unnatürlichen oder pumpenden Sound, sondern sorgt dafür, dass das Instrument sich sehr schön in den Mix einfügt. Vor allem bei Rap-Stimmen liebe ich diesen Kompressor, weil er der Stimme sehr viel Biss gibt und dadurch sich die Stimme sehr schön in den Mix einfügt, aber trotzdem in your face ist. Das dritte Plugin in meiner Liste ist ein Plugin für Hall und Räume. Und zwar der ER1, auch von Waves. Und ich verstehe nicht wieso, aber dieses Hallgerät arbeitet einfach unglaublich gut. Ich habe das Plugin mit anderen Hallgeräten verglichen. Mein Licht ist gerade fast von der Decke gefallen. Ein Moment. So. Also, ich habe das Hallgerät mit anderen Plugins verglichen, indem ich denselben Hall gewählt habe und dieselbe Menge an Hall auf ein Instrument geschickt habe. Beim Solo-Hören hat sich das auch ziemlich gleich angehört, aber wenn man dann den Rest des Mixes dazu genommen hat, konnte man bei den anderen Plugins den Hall nicht mehr so gut wahrnehmen. Das heißt, man musste mehr Hall auf das Instrument schicken, um den wirklich wahrzunehmen und dadurch wurde das Instrument so ein bisschen matschig. Also das Ziel ist, dass wenig Hallmenge sich im Mix gut durchsetzt. Und das macht der Algorithmus von diesem Plugin einfach sehr, sehr gut. So, Nummer 4. Ein Plugin von Isotope, der Ozone Imager. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Plugin. Was das macht, ist, es macht den Sound breiter im Panorama. Und das macht es sehr gut. Und im Gegensatz zu zum Beispiel dem Stereo Enhancer in FL Studio, merkt man hier nicht so stark, dass das Signal gedoppelt, gepannt und verschoben wird. Sondern das bleibt ein einheitlicher Sound, der jetzt einfach sehr breit ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Benutze ich sehr oft, sollte man aber mit aufpassen, also das Signal nicht zu breit machen, sonst gibt es Probleme bei der Wiedergabe in Mono. Und das letzte Plugin in meiner Liste ist das Abbey Road Vinyl. Das ist so ein Vinylplattensimulator, also man bekommt sehr schön so diesen alten Sound hin, mit diesem Knacksen vom Plattenspieler und dem Detune und so. Aber ich benutze dieses Plugin meistens nur für diesen Detune-Effekt, also einen Sound in einer bestimmten Rate zu verstimmen. Ich zeige euch mal, was ich damit meine. Also ich habe hier so einen Bell-Sound. Und um den so ein bisschen mystischer und trapmäßiger, crazier zu machen, verstimme ich den jetzt in einer bestimmten Rate, also dass die Tonhöhe so rumflattert. Hier kann ich einstellen, wie stark ich verstimmen will und hier links daneben stelle ich die Rate ein. Und dann kann sich das so anhören. Manchmal benutze ich das Plugin auch für diese Tape-Stops. Die kennt man auch von Grossbeat. Aber da ich Grossbeat nicht habe, verwende ich dieses Plugin dafür. Und ich finde es auch einfacher als im Grossbeat. Das waren meine Top 5 Plugins, die hier am meisten zum Einsatz kommen. Ich werde die Plugins auch nochmal in der Beschreibung verlinken, falls ihr Interesse habt.
Falls euch diese Videos gefallen, gerne abonnieren mit der Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und schaut auch mal auf Instagram vorbei, da poste ich regelmäßig Fotos und Videos aus dem Studio. Also dann, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Producen. Ciao, Leute.